Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns Firmen an mit einer hohen Eigenkapitalquote, auch geringe Verschuldung. Das ist in der aktuellen Zeit sehr wichtig, denn die Zinsbelastung kann bei manchen Firmen das Eigenkapital reduzieren, wenn das Eigenkapital nicht hoch genug ist, denn die Gewinne werden immer weniger, wenn die Zinsen mehr werden. Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr gern kostenlos abonnieren, darauf würde ich mich freuen. Und auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn ich ein neues Video aktiviert habe. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen geben und einen Kommentar hinterlassen, damit YouTube das Video an anderen Leuten auch ausstrahlt. Nun starten wir mit der Präsentation der Firma mit dem hohen Eigenkapital. Die erste Firma ist die Firma Chevron Corporation, ist im Energiesektor tätig. Wir haben hier das Eigenkapital im Jahr 2017 bei 58,36% an der Bilanzsumme und im Jahr 2021 hat die Firma 58% an der Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme. Das heißt, die Bilanz ist zwar weniger geworden, wie man hier sehen kann aktuell, aber die Eigenkapitalquote ist immer gleich wie vor 5 Jahren. Auf alle Fälle ein sehr gutes Zeichen. Das Return Equity ist, dass der Nettoumsatz im Verhältnis zum Eigenkapital, da haben wir den Faktor 11,24. Das Price Sales Fest liegt aktuell bei 1,87, ist zwar noch über 1, das heißt, der Umsatz ist noch niedriger wie der aktuelle Preis an der Börse, aber der Buchwert pro Aktie liegt bei 2, das heißt, wir liegen aktuell mit dem Doppelten über dem Eigenkapital, mit dem aktuellen Kurs an der Börse oder auch die Marktkapitalisierung genannt. Das heißt, wenn die Firma noch ein 100% drunter geht, börsennotiert mäßig, dann liegen wir beim Eigenkapital. Das heißt, wir kaufen die Firma mit 1 zu 1. Das Eigenkapital pro Aktie liegt aktuell bei $72. Das KGV oder auch Price Earnings genannt, liegt aktuell bei 14,15. Da liegen wir unter 15, auf alle Fälle sehr gut. Was ist das genau? Das ist der Nettoumsatz zum aktuellen Kurs. Also der aktuelle Kurs dividiert durch den Nettoumsatz, also Earnings per Share pro Aktie. Oder man nimmt die Marktkapitalisierung und dividiert den Nettoumsatz durch die Marktkapitalisierung. Die Dividende hatten sie einen Wert von 5,31 und zahlen tun sie seit 35 Jahren ihre Dividende. Der faire Wert aus Buchwert und Nettozuwachs wäre $132. Hier sehen wir auf alle Fälle das Wachstum der letzten 5 Jahre von Dividende, Eigenkapital und Nettozuwachs. Und wir sehen schon, dass die Dividende per anno um 5,29% angestiegen ist, das Eigenkapital um 1,56% weniger wurde, aber auch die Bilanzsumme wurde weniger und wir haben immer noch die Eigenkapitalquote von 58%. Gleich wie im Jahr 2017. Der Nettoumsatz wurde um 14,17% erhöht per anno. Auf alle Fälle sehen wir hier, dass der Nettoumsatz stetig steigt, was auf alle Fälle sehr gut ist. Die nächste Firma ist die Reality Income Corporation, ist ein Immobilien-REIT. Hier sehen wir aktuell die Eigenkapitalquote aus dem Jahr 2017. Da haben wir den Faktor von 52% an der Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme. Und im Jahr 2021 liegen wir aktuell bei 58% Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme. Wir sehen, dass hier das Eigenkapital gestiegen ist und die Bilanzsumme ist auch angestiegen, was auf alle Fälle sehr gut ist. Und der Faktor wurde auch besser in diesen 5 Jahren von 52% auf 58%. Das Return Equity, also der Nettoumsatz zum Eigenkapital, ist ungefähr 1,43%. Das sehen wir hier. Das Preis-Sales-Verhältnis ist auf alle Fälle extrem hoch mit 20,88 und der Buchwert liegt bei 1,73. Da liegen wir aktuell 73% über das Eigenkapital aktuell an der Börse. Denn das Eigenkapital pro Aktie liegt bei $42. Das heißt, wir liegen über dem Buchwert. Das heißt, wir kaufen die Aktie um 70% teurer ein, wie das Eigenkapital in der Passivseite in der Bilanz liegt aktuell, was uns Aktionären ja gehört. Das KGV liegt aktuell bei 72, ist auf alle Fälle extrem hoch für den Immobilien-REIT. Das heißt, der Kurs ist angestiegen oder der Nettoumsatz oder die Earnings per Share sind weniger geworden und der Kurs könnte seitwärts laufen.
Darum immer den Chart anschauen und die Earnings per Share. Dividende war das letzte Mal $2.43 und zahlen tun sie seit 29 Jahren ihre Dividende. Der faire Wert aus Earnings per Share und Buchwert wäre ungefähr 32 US-Dollar bei dieser Firma. Core Contraction wieder, also was ist die Steigerung der Dividende, Eigenkapital und Nettozuwachs. Die Dividende wurde per anno um 2.84% angehoben per anno, das Eigenkapital um 35.78% und der Nettoumsatz um 4.50%. Wir sehen, dass das Eigenkapital hier massiv angestiegen ist, was auf alle Fälle mal gut ist, denn darum haben wir auch die 58% im Jahr 2021 an der Bilanzsumme. Die nächste Firma ist die Universal Corporation, ist im Konsumstäbesektor tätig, ist ein Tabakhersteller. Und hier sehen wir aktuell eine sehr gute Eigenkapitalquote im Jahr 2018 von sage und schreibe aufgerundet 62%. Leider ging die Eigenkapitalquote im Jahr 2022 retour auf 52%. Das heißt, hier sehen wir schon, das Eigenkapital wurde zwar nicht mehr, aber die Bilanzsumme oder auch die Verschuldung wurde erhöht. Darum ist hier um 10% weniger die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme. Das Return Equity liegt hier aktuell bei 6.46%. Das sehen wir hier. Das Preis-Sales-Verhältnis ist hier auf alle Fälle auf 0.66. Da liegt die Marktkapitalisierung aktuell unter dem Umsatz, was auf alle Fälle mal sehr günstig ist zum Einkaufen. Und wir liegen fast beim Buchwert. Wir haben hier 1,03. Wir liegen 3% über dem Buchwert. Der Buchwert wäre 55 US-Dollar. Das KGV oder Price-Earnings-Ratio haben wir hier aktuell mit 16,6. Dividende ist 3,11 per Stück und zahlen tun sie seit 50 Jahren ihre Dividende. Fairer Wert aus Earnings per Share und Buchwert wäre die 66 US-Dollar. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende wurde per anno um 9,41% erhöht. Das Eigenkapital lief ja seitwärts, darum hier mit 0,04 minus. Und der Nettoumsatz ist leider rückläufig mit 4,9%. Aber wir sehen, die Verschuldung wurde leider erhöht und das Eigenkapital läuft seitwärts. Wenn man diese Aktie jetzt aktuell kaufen würde, kaufen wir fast zum Buchwert. Die nächste Aktie ist die National Health Investor Corporation, ist ein Immobilien-REIT. Und hier haben wir die Eigenkapitalquote im Jahr 2017 bei aufgerundet 52% und im Jahr 2022 bei 53%. Da haben wir eine kleine Steigerung und das Eigenkapital wurde auch mehr. Das Return Equity liegt aktuell bei 7,42. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt bei 9,82. Da liegen wir auf alle Fälle extrem über den Umsatz aktuell. Und das Preis-Buchwert liegt bei 1,95. Das heißt, wir liegen 95% an der Marktkapitalisierung über dem Eigenkapital. Denn der Buchwert pro Aktie wäre die 33 US-Dollar aktuell. Das heißt, wir liegen da fast doppelt drüber. Das heißt, wir kaufen die Aktie nicht 1 Dollar für 1 Dollar oder 50 Cent für 1 Dollar. Wir kaufen die Aktie 2 Dollar für 1 Dollar. Falls die Firma pleite gehen sollte, kriegen wir dann nur noch 1 Dollar statt 2 Dollar. Das KGV liegt bei dieser Firma bei 35 im Faktor. Die Dividende war 4 Dollar und zahlen uns seit 20 Jahren ihre Dividende. Der faire Wert aus Buchwert und Zuwachs, Nettozuwachs, wäre 37 Dollar. Wachstum oder Schrumpfung wieder vom Eigenkapital, Dividende und Nettoumsatz. Da sehen wir, dass der Dividende wurde per anno um 1,7% erhöht, das Eigenkapital um 3,3% und der Nettoumsatz ist leider rückläufig mit 8,49%. Ist auf alle Fälle nicht gut, aber wichtig ist auch, wir kaufen die Firma für 2 Dollar und bekommen dann, weil sie pleite gehen sollte, 1 Dollar nur noch retour. Die nächste Firma ist die National Retail Properties Incorporated, ist auch ein REIT. Hier sehen wir aktuell die Eigenkapitalquote an der Bilanzsumme im Jahr 2017 war bei fast 59%. Und aktuell ging es retour auf 51%. Das heißt, wir sehen schon, das Eigenkapital ist nur leicht angestiegen, aber die Verschuldung wurde erhöht. Auf alle Fälle mal rückläufig. Aber mal schauen, wo das Preis-Buch-Verhältnis liegt.
Das Return Equity liegt hier bei 6,75%, das Preis Sales liegt hier bei 11,34% und das Preis Buch liegt bei 2,11%. Wir liegen hier aktuell 111% über dem Eigenkapital. Das heißt, wir kaufen die Firma für 2,11 Dollar statt 1 Dollar. Denn der Buchwert liegt hier bei 22,22. Das KGV oder Price Earnings Ratio ist hier aktuell fast bei 28%. Die Dividende war 2,11 und zahlen tun sie seit 32 Jahren ihre Dividende. Der faire Wert aus Buchwert und Earnings per Share wäre 29 US-Dollar. Wachstum oder Schrumpfung? Der Nettoumsatz wurde um 5% erhöht per annum. Ist auf alle Fälle mal schlecht. Das Eigenkapital läuft ja seitwärts und die Dividende wurde um 3,08% per annum erhöht. Das heißt, wir kriegen auf alle Fälle mehr Dividende, aber das Eigenkapital wird nicht mehr. Die Verschuldung wurde mehr. Die nächste Firma ist die T. Rowe Price Group Incorporated, ist im Finanzsektor tätig. Hier haben wir die Eigenkapitalquote im Jahr 2017 von sage und schreibe 78% und im Jahr 2021 bei 73%. Hier sehen wir auch, das Eigenkapital ist zwar mehr geworden, aber der Prozentfaktor wurde weniger. Das heißt, die Verschuldung wurde mehr. Das Return Equity liegt hier bei 33,28%. Das Preis-Sales liegt hier bei 3,62. Preis-Buchwerts-Verhältnis liegt hier bei 3,08. Und der Buchwert pro Aktie wäre 39 US-Dollar. Das heißt, wir liegen hier mit 200% über dem Buchwert. Hier kaufen wir die Aktie 3 Dollar und bekommen dann nur noch 1 Dollar, falls sie pleite gehen sollte. Das KGV oder Price Earnings Ratio liegt hier bei 9,81. Dividende war 4,32 und zahlen tun sie seit 36 Jahren ihre Dividende. Der faire Wert wäre hier aus Buchwert und Earnings per Share bei 105 US-Dollar. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende wurde hier um 17,32% per annum erhöht, das Eigenkapital um 11,56% und der Nettoumsatz um 19,67% erhöht. Hier haben wir auf alle Fälle sehr gute Zahlen, aber wir sehen, dass der Prozentsatz an der Bilanzsumme weniger wurde, weil die Verschuldung mehr wurde. Die nächste Firma ist die Urstedt Bit Properties Incorporated, ist im Retail-Sektor tätig. Hier haben wir die Eigenkapitalquote von sage und schreibe 59% im Jahr 2017 und nun aktuell auch wieder bei 59%. Wir sehen, das Eigenkapital ist leicht rückläufig, auch die Bilanzsumme. Aber der Prozentsatz ist fast identisch wie vor 5 Jahren. Das Return Equity liegt hier bei aktuell 5,83, das Preis-Sales-Verhältnis ist hier bei 5,4 und das Preis-Buchwerts-Verhältnis haben wir 1,27. Wir liegen, glaube ich, 27% über dem Buchwert. Der Buchwert pro Aktie ist aktuell 14,33. Also hier kaufen wir um 27% über dem Buchwert. Das KGV oder Price-Earnings-Ratio ist hier bei 19,39. Dividende war 0,65 und zahlen sie seit 28 Jahren ihre Dividende und der faire Wert aus dem Buchwert und Earnings per Share wäre 17,41. Wachstum oder Schrumpfung? Die Dividende wurde per anno um minus 11,51% reduziert. Ist auf alle Fälle nicht gut, denn wir haben hier weniger Einkommen bekommen in den letzten 5 Jahren. Das Eigenkapital ist auch rückläufig mit 0,48% und der Nettoumsatz auch mit minus 0,22%. Wir sehen, dass hier zwar die Eigenkapitalquote sehr gut ist, aber die Dividende wurde gekürzt. Die nächste Aktie ist die Race Group Incorporated, ist im Consumer Dictionary tätig, ist ein Schuhhersteller. Hier haben wir die Eigenkapitalquote im Jahr 2017 bei sage und schreibe 76% und aktuell liegen wir bei 73% in der Bilanz 2021. Wir sehen hier, das Eigenkapital ist zwar leicht angestiegen, aber auch die Verschuldung wurde erhöht. Darum ist der Faktor hier leicht rückläufig. Das Return Equity liegt hier ungefähr bei 10,23%. Das Preis-Sales-Verhältnis ist hier aktuell mit 0,94. Hier kaufen wir aktuell die Aktie unter dem Umsatz. Und Preis-Buchwerts-Verhältnis haben wir hier 1,24. Hier kaufen wir die Aktie um 24% höher wie das Eigenkapital in der Bilanzsumme. Denn das Eigenkapital pro Aktie wäre 21 US-Dollar. Das KGV oder Price-Earnings-Ratio liegt hier bei 10,75. Das sehen wir hier aktuell.
Dividende ist 0,96 und diese Firma zahlt seit 40 Jahren ihre Dividende. Der fairer Wert aus Buchwert und Earnings per Share wäre 34 US-Dollar. Wachstum oder Schrumpfung wieder? Die Dividende wurde um 2,8% per anno erhöht, eine leichte Erhöhung, das Eigenkapital um 0,36% erhöht und der Nettoumsatz um 5,71% per anno erhöht. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen!